Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute zeige ich dir, was du mit deinen Blätterteigresten machen kannst. Eigentlich gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig ist einfach, dass du ein Rezept machst, wo die Triebleistung im Ofen, das Volumen nicht mehr so eine Rolle spielt. Und dazu sind Ofenkrapfen perfekt. Die gehen super einfach, es spielt keine Rolle, wie viel Teig das du hast. Du kannst die immer machen. Zwei, drei Informationen. Erstens, bei mir sind es jetzt in etwa 400 Gramm Restenteig. Und wichtig, leg die nur flach aneinander. Der muss gar nicht schön aussehen. Wenn du, zeig's mal hier, den Teig so richtig zusammenknetest, dann wird er optisch schöner, aber die Schichten, die wir uns erarbeitet haben beim Turieren, werden vollständig zerstört und werden ineinander reingearbeitet. Das wollen wir nicht. Drum nur so flach hinlegen. Und wichtig ist, dass du das Ganze durchkühlen lässt, also am Vortag dein Produkt herstellen, die Resten zusammennehmen, entweder einfrieren oder zuerst einfach mal etwas entspannen lassen, über Nacht nochmal in den Kühlschrank geben. Weil wenn du direkt anfängst, dann zieht sich das Ganze sehr zusammen, weil der Teig sehr zäh wird, weil er fast überbeansprucht wurde. Das war's mit den Informationen. Hier leicht flach drücken, schauen, dass du den rechteckig oder quadratisch halten kannst. Und jetzt auswählen. Auf 2 mm Dicke ausrollen. Ich habe zwar letztes Mal beim Muttertagsblätterteigherz auch schon ein paar Tipps gegeben, aber ich dachte mir, ich zeige hier noch eine weitere Variante. Geht sich ja gleich aus, da ich sowieso etwas Resten habe. Auf 2 mm auswallen, gut durchlockern wieder, dass sich der Teig zusammenziehen kann. Dann stiepeln oder stupfen, sagen wir, Löcher reinmachen. Jetzt könntest du den noch hier schön einteilen, dann hast du aber wieder Resten, das wollen wir nicht. Darum klappe ich den mal in der Hälfte zusammen. Dann weiß ich perfekt, wo die Mitte ist. Schneide das Ganze hier durch und habe zwei gleich große Stücke. Als nächstes nimmst du einfach etwas von deiner Lieblingsmarmelade und streichst die hier dünn auf den Teig. Da braucht es wirklich gar nicht viel. Auf den Teig streichen und verteilen. In meinem Fall ist es jetzt hier eine Mango-Marmelade oder Konfitüre. Also nicht erschrecken, du darfst es wirklich nicht so dick machen, weil sonst läuft dir alles aus und sie sind extrem ungleichmäßig. Da hast du genügend Aroma drin, wenn du es so hauchdünn machst. Dann nehme ich das zweite Teigstück. Setze das Ganze schön zusammen, so wie es halt eben gleich aufgeht. Vielleicht ist es da dann auch noch leicht überstehend. Voilà. Dann kommt das Ganze auf ein Backpapier. Hier wirklich mutig sein und sofort drüber gehen. Nächster Schritt. Mit Ei anstreichen, dazu ein Ei in eine Schüssel verquirlen.
Oberfläche anstreichen. Dann werden die eingeteilt. Ich mache jetzt 5 auf 5 cm. Hier darüber ziehen. Nicht ganz durchschneiden, sonst klebt das Ganze gerne. Nach dem Einteilen noch einmal anstreichen. Kannst du immer noch mit einer Gabel noch ein Muster reinziehen. Das Ganze von der anderen Seite auch noch. Und jetzt wird es durchgeschnitten. Dazu die Schneidefläche des Messers. Immer gut abwischen, nicht dass das Ganze klebt. Ich könnte es auch direkt mit dem Ruckzuck durchschneiden, aber dann durchs Anstreichen verzieht es das Ganze immer gerne wieder, darum teile ich es einfach ein. Oder wenn du nicht gerne mit dem Messer schneidest, nimmst du einfach einen Pizzaschneider und ziehst so durch. Und das war's. Weil ich jetzt nur Resten habe, muss ich den Blätterteig nicht abstehen lassen. Die Seiten backe ich einfach mit, dann hat man was zu knabbern. Oder du könntest die jetzt auch einfrieren, absolut kein Problem, und dann rausbacken, wenn du Bedarf hast. Ofen habe ich mir auf 180 Grad Heißluft vorgeheizt, auf Ober-Unterhitze etwa auf 190 Grad backen, 200 Grad in den Ofen schieben und goldgelb backen. Nach guten 20 Minuten kommen die Teile zum Ofen raus und guck dir diese schönen Kissen mal an. Die kannst du in jeder Größe herstellen, quadratisch, rechteckig, andere Formen, was du gerne machst, absolut kein Problem. Die zieht es wieder schön zusammen. Du musst sie nicht separat auseinandernehmen. Die sind wunderschön gebacken. Lass dich mir ein wenig auskühlen und dann genießen wir so ein Teil. Die Krapfen sind ausgekühlt auf einem Teller und ich probiere so ein Teil. Also eigentlich habe ich schon einen probiert, wo die Kamera nicht lief. Ich weiß, sie sind gut. Schön knusprig, erfrischend durch die Marmelade. Braucht wirklich nicht allzu viel. Klar, vielleicht könnte man es noch etwas erhöhen. Aber wenn es dann rausläuft, ist es auch nicht gut und sieht vor allem nicht gut aus. Einfache Idee zum Resten aufbrauchen. Du kannst die auch einfrieren und immer wieder was rausbacken. Absolut kein Problem. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, weitererzählen, alles drum und dran. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.